Ja, und nur wenige Tage vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen schlägt eine Werbekampagne der Supermarktkette Edeka derzeit wirklich hohe Wellen. Die Botschaft der Anzeige: Die Evolution hat uns gelehrt, blau ist keine gute Wahl. Damit warnt Edeka indirekt vor der AfD, deren Parteifarbe ja blau ist. Einige Marktleiter reagieren entsetzt und distanzieren sich. Bei Edeka gibt es die volle Vielfalt. Obst und Gemüse in allen Farben, nur die Farbe blau fehlt. Die Evolution habe uns gelehrt, dass blau keine gute Wahl sei, heißt es in der Anzeige. Und weiter. Und wo wir bei Wahlen sind, nicht nur bei Obst und Gemüse ist blau der natürliche Feind gesunder Vielfalt. In Deutschland sind die Blauen schon heute die größte Bedrohung einer vielfältigen Gesellschaft. Gemeint ist offenbar die AfD. Und dafür gibt es Applaus auf X, ehemals Twitter, unter anderem von der grünen Politikerin Katrin Göring-Eckardt. Wichtige Botschaft, danke dafür, Edeka. Klar, dass ich besonders eine Partei mit einer natürlichen Farbe im Namen empfehle, die gegen Blaubraun schützt und die die Natur in der DNA trägt. Ganz anders die Reaktion einiger Edeka-Händler. Sie teilen ihrerseits die Anzeige fett durchgestrichen mit einem roten Kreuz. Weshalb sich Edeka mit solchen Beiträgen zur Politik äußert, kann ich nicht nachvollziehen und lehne dies dementsprechend ab, heißt es da. Und bei einem anderen Händler: Wir verstehen uns als Lebensmittelsupermarkt und nicht als politische Plattform. In der Demokratie ist das Volk der Souverän und wird seine Wahl treffen. Edeka ist nicht das erste Unternehmen, das sich gegen die AfD positioniert. Mehrere Unternehmen haben sich zusammengeschlossen. Der Kampagnenname Made in Germany, Made by Vielfalt. Der Vorsitzende der AfD feuerte zurück, wünschte ihnen schwere wirtschaftliche Turbulenzen. Und dazu steht er auf Nachfrage immer noch. Ich habe Vorwerk, Miel und Stiel, die in heuchlerischer Art und Weise Made in Germany für sich verbuchen, obwohl sie gar nicht mehr Made in Germany sind. Und obwohl sie gar keinen einzigen Standort in Thüringen haben und trotzdem sich in den politischen Wahlkampf einmischen, habe ich Heuchlerei vorgeworfen. Ich finde es unanständig von mittelständischen Unternehmen. Vor der Kamera äußern will sich übrigens keiner der angefragten Edeka-Händler. Die Inhaberin eines Centers in Halberstadt erklärt, dass sie sich einfach wünsche, dass wieder Ruhe einkehrt. Man brauche und liebe alle Kunden, egal welche Partei sie wählen. Darüber wollen wir sprechen mit dem Journalisten der Neuen Zürcher Zeitung, Alexander Kissler. Guten Abend. Schönen guten Abend. Die Frage ist natürlich, kann so eine Kampagne wirklich AfD-Wähler überzeugen, doch was anderes zu wählen, zwei Tage vor der Wahl oder eine Woche vor der Wahl? Oder bewirkt sie eventuell sogar das Gegenteil, dass sie sagen, jetzt erst recht? Also diese Edeka-Kampagne ist komplett kontraproduktiv. Sie wird natürlich eher diese Jetzt-erst-recht-Stimmung bei möglichen potenziellen oder überzeugten AfD-Wählern auslösen. Und sie ist vor allen Dingen allerdings auch ein grandioses Eigentor von Edeka. Ich weiß nicht, ob es in der PR-Branche sowas gibt wie die goldene Himbeere, aber das hätte sich Edeka jetzt wirklich schon verdient. Und zwar aus drei Gründen. Zum einen, da steht drauf, blau ist keine gute Wahl. Dann wäre auch Edeka keine gute Wahl, weil ja blau im Logo von Edeka enthalten ist. Zweites Eigentor, ja, absolut. Zweites Eigentor, diese Kampagne wird gemacht, ohne sich mit den vielen, vielen selbstständigen Kaufleuten abzustimmen, die die Edeka bilden, die jetzt vor Ort dem Shitstorm, der Ablehnung ausgesetzt sind oder vielleicht sogar im Internet aufbegehren. Und drittens sieht man natürlich wieder einmal, das ist unfassbar gratismutig von einem Unternehmen, das hier eine Aktion macht, in die Öffentlichkeit geht, seine gute Gesinnung sozusagen zu Markte führt und damit im Sinne der Regierung und der Parteien, die sie tragen, gegen eine Oppositionspartei keilt. Also ein mindestens dreifaches Eigentor und Edeka setzen sechs. Jetzt sprechen wir da ja über speziell diese Kampagne. Wie sehen Sie das generell? Sollten so große Unternehmen überhaupt parteipolitische Präferenzen so öffentlich machen? Also das hat man ja immer mal wieder, Aktionen gegen rechts, die sind aber weiter gefasst und vielleicht nicht so speziell. Aber es gibt große Unternehmen in den vergangenen Jahren, die sagen so nicht oder die sagen, wir kaufen ein bestimmtes E-Auto nicht mehr. Was halten Sie generell davon? Das ist zweischneidig. Zum einen natürlich gilt natürlich in der freien Marktwirtschaft, dass ein Unternehmen mit den Botschaften, die es für attraktiv hält, in die Öffentlichkeit gehen darf. Es sind privat geführte Unternehmen, die dürfen das, selbstverständlich. Allerdings glaube ich, dass dort oft eine autoritäre Sehnsucht dahinter steckt, die gesamte Belegschaft gewissermaßen in Haft zu nehmen für eine Gesinnung, die von oben als die einzig richtige vorgegeben wird. Und es ist fast immer, das ist mein Punkt, es ist fast immer dann auch im Einklang mit dem Just Milieu zuzusagen, also mit dem Mainstream, mit der Regierung, mit dem, was gerade irgendwie angesagt ist. Man würde jetzt natürlich keine Kampagne machen, vermute ich mal zumindest, gegen Herrn Habeck nach dem Motto: Robert, du ruinierst die Wirtschaft, oder was machen deine Erinnerungs-
Lückenkanzler Olaf. Also man sucht sich gewissermaßen ein weiches Ziel und man politisiert dadurch einen ganz alltäglichen Lebensvollzug, nämlich die Kaufentscheidung. Auch der einzelne Kunde überlegt sich vielleicht jetzt, wenn ich da hingehe, stimme ich da mit dieser Kampagne überein, muss ich mich davon absetzen, und man hinterlässt es dann auch einmal den Leuten vor Ort. Das ist sehr, sehr schwierig. Die Frage ist aber natürlich, gewinnt oder verliert Edeka damit? Natürlich gibt es vielleicht auch Leute, die sagen, ich finde das ganz toll, dass die sich positionieren für Vielfalt, wie sie ja selbst sagen. Aber natürlich gibt es vielleicht auch Menschen, die mit der AfD sympathisieren, die sich dann bevormundet, im besten Falle, wenn nicht sogar beleidigt fühlen. Es gibt natürlich Menschen, die das gut finden und die haben auch das Recht, es zu artikulieren. Genauso haben allerdings Menschen, die sich da mit ihrer persönlichen Anschauung oder ihrer Weltanschauung vor den Kopf gestoßen fühlen, das Recht, das auch zu Protokoll zu geben, also zu protestieren bei Edeka. Und was nun gerade diese von Unternehmensleitungen sehr gerne nach vorne gestellten Begriff der Vielfalt anbelangt, Vielfalt ist ja auch Meinungsvielfalt. Und hier wird ja gewissermaßen ein gewisser Korridor der immer noch erlaubten Meinungsvielfalt ausgegrenzt. Und das finde ich so sehr schwierig. Man könnte es noch viel besser machen, wenn man vorher sagen würde, wir stehen als Unternehmen gemeinsam mit unseren Mitarbeitern für gewisse Ziele, vielleicht für faire Lieferbedingungen, für gute Bezahlung, für Gleichberechtigung der Geschlechter. Darauf könnte man sich einigen. Allerdings kurz vor der Wahl eine Wahlwarnung abzugeben, dazu hat das Unternehmen im Namen seiner Mitarbeiter kein Mandat. Wie schwierig ist das genau? Also kurz vor der Wahl und dann auch noch für diejenigen, die diese Märkte selbstständig führen. Da steht ja oft der Name desjenigen, der den Edeka-Markt führt, auch noch dabei. Das heißt, ich bin einzelner Kaufmann hier und die müssen sich jetzt möglicherweise von AfD-Wählern ja fast schon beschimpfen lassen. Das wollen die auch gar nicht, weil sie sagen, wir sind Kaufleute und eben keine Politiker. Ich hoffe natürlich, dass man nicht beschimpft wird, aber dass es einen zivilen Diskurs darüber gibt. Und ich weiß noch, früher fuhren die Wagen von Edeka durch die Lande mit dem Slogan, die Edeka und ihre Kaufleute. Man war also sehr stolz darauf, dass es selbstständige, unabhängig wirtschaftende Kaufleute vor Ort sind, die sich zu diesem Verbund zusammengeschlossen haben. Und denen fällt man nun über die Nase und sagt, das ist gewissermaßen die von der Unternehmensleitung als einzig richtige vorgegebene Haltung, noch dazu kurz vor Wahlen. Also ich glaube, man kann damit eigentlich nicht gewinnen, außerhalb der Blase, die man damit adressieren will. Also die westlichen Linken, die westlichen Grünen, die applaudieren jetzt. Aber ob Frau Göring-Eckardt wirklich bei Edeka einkauft und nicht eher beim Bio-Supermarkt um die Ecke, ist auch die Frage. Dankeschön, Alexander Kister.